Stichwort. Ja, der Elefant beginnt die Aufnahme mit seinem Terrain. Aha. Direkt das Erste, was man hört. Hier sind wieder euer Alai und die Dano. Servus. Wir haben nicht weitergemacht. Diese Nein, Aufnahme. ist es sonst. Deswegen habe ich ja hier die Hacke in der Hand. Diese Aufnahme folgt Bastel direkt mir auf dann die einen letzte. Morgenstern. Oh Gott, ich muss weg. Ja, du weißt, PvP haben anlassen. Ja, ich weiß. Übrigens haben wir da hinten netten Besuch, gell? Schon wieder netten Besuch. Ja, der hat gerade, jetzt ist er wieder hinterm Hügel verschwunden. Jetzt bleibt doch da. Oh Mann. Wir haben uns überlegt, wo wir bauen. Wir haben gesagt, da in dieser kleinen Mulde, wo ich vorher verschwunden bin, da bauen wir. Manchmal kommt es durch die sehr frühe Version auch vor, dass das Spiel so ein bisschen leckt. Ist aber erstaunlich selten. Ja, es kommt nur öfters mal beim Schafe scheren und sowas vor, ist mir aufgefallen. Bist du schon wieder am Schafe scheren? Ja. Oh Mann, okay, während alle Schafe schert, schaue ich mal ins Crafting-Menü. Wir haben gesagt, wir bauen eine Werkbank. 16 Holz brauchen wir dazu. Das heißt, ich stelle mir mal ein bisschen Holz her. Bisschen mehr als 16. Und dann baue ich eine Werkbank. Bis er zurück ist vom Schafe scheren, steht die dann da. Ich stehe schon neben dir. Ja, Pech gehabt, jetzt steht die gleich. Ja, wenn man es nicht im Schnellmenü hat, sollte man es reinziehen. Irgendeine Lieblingsposition? No, Grat soll stehen, oder? Ja, gerade und hier irgendwo auf dem Stein, dass er nicht im Gras versinkt. Das ist auch nicht im Weg, wenn wir irgendwie bauen. Ja, mit dem Pfeiltasten kann man es noch ein bisschen drehen und mit rechts platzieren wir die. Tada! Unsere Werkbank, die erste. In der Werkbank wird dann schon die Auswahl an Möglichkeiten wesentlich größer. Ja, bisschen. Man kann zum Beispiel schöne Lichter. Da gibt's, warte mal, wo sind denn das? Die Gartenfackel schaut toll aus. Die habe ich mir Oder die ehrlich große gesagt. Fackel Metall. Oh ja. Die Gartenfackel gefällt mir. Die habe ich um mein Haus im Singleplayer gestellt. Dann gibt es jede Menge verschiedene Werkzeuge. Und ja, hier gibt es auch für Danu das Nudelholz. Es gibt auch ein schönes Holzschild mit Pfosten. Kann man dir dann Nachrichten draufschreiben? Oder ein stehendes Schild. Oder ein Wegweiser. Wir müssen die Fackeln eigentlich dann alle gegen Wegweiser ersetzen, oder? Und dann einen schönen Weg dazu bauen. Oh, bei Verschiedenes haben sie auch einiges Neues hinzugefügt. Was? Ah ja, da ist irgendwie Müll, ja. Mülltonne, Mülleimer. Nee, die gibt's schon eine Weile. Ja, die waren Aber aber die nett. waren in einer anderen Kategorie. Ja, Waffen kann man sich natürlich auch bauen. Wobei ich zugeben muss, die Waffen sind ganz praktisch gegen Bären. Und da sieht man die ganzen Werkbänke. Wir haben im Moment nur die erste hier, die Werkbank, und wir werden auch noch die Blockbank bauen. Hast du genug Holz dafür? Also baust du die. Aber bitte in der gleichen Färbung, ja, damit es nach was ausschaut. Und wir haben gesagt, jeder von uns stellt sich dann sicherheitshalber doch einen kleinen Unterschlupf her. Oh, jetzt sieht man alle in der Hand, die diese Blockwerkbank halt. Das schaut lustig aus. Hat man das bei mir auch gesehen? Das ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Okay, dann wirst du dann in meinem Video sehen. Du haltest die richtig unterm Arm. Ja gut, es Ja, ist bei mir eigentlich eine hältst du Kiste, die jetzt. du unter Arm haltest. Ja, bei mir hältst du jetzt auch eine Kiste in der Hand. Ah, das ist mein Zelt, ja. So, zur Blockwerkbank. Ich platziere mal mein Zelt. Hier sieht man die ganzen großen Kategorien, in welche Richtung man bauen kann. Marmor, Holzblöcke, Holzplanken, Steinfliesen und so weiter.
Er Das sind merkt sich die dann. Favoriten. Das sind dann. Das sind dann nur so die groben Kategorien. Und hier kann man dann auch entscheiden, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich noch eine Platte, einen Block, eine Säule, eine halbe Säule, schräge. Ja, man könnte sogar Halfpipes bauen. Oh Mann. Stufen. Abgeschrägte Stufen. Also es gibt alles Mögliche. Jede Variation, alles, was man brauchen könnte, ist, glaube ich, abgedeckt. So, was wir uns vorher im Offscreen nicht überlegt haben, aus was für Material soll unser Boden sein? Ja. Also ich würde Richtung Stein tendieren, weil wir Stein Ja. auch ohne Ende kriegen. Ich hätte sowieso Stein gesagt, aber es gibt da zum Beispiel schöne Marmorfliesen. Es gibt, na gut, Beton. Na gut, gibt es auch. Also ich würde glatt zum Marmor tendieren, mal so ein bisschen Luxus. Für unsere, ja, eigentlich bauen wir ja dann nur mal die Werkstatt. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, wir bauen hier so eine Gemeinschaftswerkstatt auf, wo wir alles haben grundlegend. Und sicherheitshalber halt einen Spawnpunkt besitzen. Genau. Und danach toben wir uns dann fleißig in der Umgebung aus und Genau, da starten kann sich diverse. dann alle in eine Halfpipe bauen. Genau, dann kann ich ja aus Jux und Dollerei meine Halfpipe gucken, ob ich da was hinkriege in der Richtung. Werde ich zwar fleißig mit dem Skalieren arbeiten müssen, aber müsste machbar sein. Ich bin gespannt drauf. Recyceltes Metall schaut auch lustig aus, aber könnte ich mir nicht vorstellen als Boden. Das Oder hätte. warte, Alla, ich habe den Boden für dich. Es hätte wieder so ein Endzeitding. Da killt mich, wenn ich ihm damit ankomme. Geh mal auf den Bereich Ornamentfliesen. Und dann Ornamentfliesen. nimm die fünfte. Gott. Ich finde die alle scheußlich. Warum war mir das so klar? Die einzige, die ich noch halbwegs erträglich finde, das ist die erste. Naja, die Ja, sagen wir es mal so, die anderen könnte ich mir alle gut vorstellen als so Bordüre oder Genau. jetzt bei einer Küche zum Beispiel als so kleinen Fliesenspiegel. Ja, so in die Richtung ist wahrscheinlich gedacht. Jetzt habe ich ihn geschreckt. Ich habe es geschafft. Es ist nur die Frage, welcher Marmor, ne? Ja. Und zwar der, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Warte, jetzt habe ich die Zeile verloren. 6, 7, 8. Was haltest du vom 9.? Also der unterste. Nein. Der da drüber. Der Nein. rötliche. 10, 11, 12. 12 sind es. Und der 9. ist das mit den Schrägen und dem Viereck. So, ich war jetzt noch bei der Färbung. Weißt du was? Ich stelle mal eine hier und zeig's dir. Also bei Marmor habe ich nur von der Farbe her 5, 6, 7, 8, 8 Stück. Das da. Und am Boden liegt er. Hinter dir. Genau. Bei mir, Lara, bei dir. Okay. Achso, bei Marmor. Ich war bei Marmor fließen. Achso. Aber Marmor wäre auch okay. Ja, für Werkstätte eher doch dunkel, oder? Ich meine, in meinem Haus habe ich den untersten Marmor genommen. Das ist mein Boden im Singleplayer. Naja, gefällt mir so mit am besten, weil es halt dieser glatte Marmor ist. Ja, dann nehmen wir wieder den. Ja, würde ich auch sagen. Mit dem Sternchen kann man es in die Favoriten hauen. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil bei mir ist er schon in den Favoriten. Und zwar hier.
Ich gehe da mal. Ja, Moment, erstmal stelle ich mir noch ein Zelt auf. Ja, dann lege ich einen Grundstein. Schneller sein als allein. Mit der linken Maustaste kann man auch ziehen. Da kann man auch eine ganze Reihe ziehen. Mit der rechten bestätigt man dann. Schau mal alle. Oh, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Wir brauchen jetzt erst einmal ein bisschen Platz für die Werkbänke. Okay, interessant. Wie viele Reihen? Achso, der macht automatisch so einen Übergang dazwischen, wenn man mehrere zusammensteckt. Ja. Ja, cool. Weil ich war nämlich gerade am Überlegen, wie groß ist denn jetzt eine Blockreihe? Die ist doch gar nicht so breit. Nee, das sind 3 Blockreihen. Die sind aber immer so 2x2 Fliesen. Ja, cool. Ich ja, wie gesagt, mit dem habe ich ja schon gebaut. Ich schnapp mir da mal die Axt. Jetzt müssen wir nach unten. Ich baue uns da mal einen Abgang. Ja, das hatte ich auch im Kopf. Wenn man L drückt, kriegt man dann halt so ein bisschen Beleuchtung. Na hallo, wir machen das aber nicht mit L, wir hängen gefälligst Fackeln auf. Ja, aber es ist gut, dass ich L gedrückt habe zum ersten Eindruck sammeln. Da ist nämlich ein schönes kleines Loch im Boden. Echt? Moment. Ich hänge mal Fackeln auf. Da zum Beispiel. Vergiss nicht zu essen. Vergiss nicht was? Zu essen. Ja, ich weiß. Ich bin aber noch dunkelgrün. Oh, da geht's ja doch weiter. Cool. Das habe ich vorher übersehen. Ja, da gibt's schon ein kleines unbedeutendes Loch, stimmt. Ja, früher oder später gehen wir auch dort rein. Aber zuerst brauchen wir ja nur Stein. Ja, und das ist Erde da. Das wird Erde sein, alle. Oder hast du Stein rausgekriegt? Ich habe gerade erstmal geguckt, wie viel Stein ich überhaupt im Inventar habe, damit ich das abgleichen kann. Na, man kriegt auch Stein bei rum. Aber ich glaube, man kriegt beides. Ja, na, Erde kann man dann eh auch zum Begradigen verwenden, also es macht gar nichts. Ich fange mal da hinten beim Loch an. Und ich schmeiß wieder mal meine Axt weg. Das mache ich irgendwie nicht gern mit der Taste W. Kommt davon, wenn man sich in Arc angewöhnt, die Sachen so wieder einzustecken. Und denk dran, du hast auch noch genug Fackeln. Ich glaube, ausleuchten können wir das hier wie sonst was. Ja, an Fackeln sollten wir so schnell keine Mangelware kriegen, glaube ich. Der einzige Nachteil ist, wenn das Inventar voll ist, schreibt er zwar unten immer wieder Inventar voll, aber er hört nicht auf zum Abbauen. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass du auch noch Platz im Inventar hast. Womit wir wieder beim Thema wären, wir wollten eine Kiste bauen. Ja, aber jetzt machen wir zuerst ein bisschen den Boden weiter, oder? Bei mir geht noch ein bisschen. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz. Noch. Oh oh. Nee, wie viele Stacks Wolle hast du? Das sind so ein paar. 1, 2, 3, 4. 4 und ein angebrochenes. Mann, schau bitte meine Inventar. So viel Wolle habe ich. Ja, so ein Stoffbett später ist teuer. Ich weiß. Man braucht einen ganzen Stack Wolle dazu. Nicht 4. Nee, das ist ja noch das Wollbett, das Stoffbett.
Also du meinst das ganz teure? Okay, Ja. das habe ich mir noch nicht baut. Ich auch noch nicht. Aber Also. ich habe schon mal geguckt, was es kostet. Ah ja. Allei, das ist ein Survival-Spiel, nein, ein Sandbox-Survival. Aber er will sich schon das teuerste Bett gleich am Anfang bauen. Nee, zuerst nur das Wollbett, ist ja gar keine Frage. Der einzige Nachteil ist, das Craften von Steinen etc. kann man natürlich dann wieder oben nur in der Werkbank. Hast du das mit Maximum schon herzeigt, Alain? Beim Craften, dass du nicht immer auf Plus drücken musst, sondern du brauchst unten aufs Max drücken und er wandelt da dann alles um, was du hast. Oder stackweise, je nachdem. Nö, das mit Max kannte ich selbst noch gar nicht. Okay, dann kannst du nachher dann ausprobieren. Ja, du weißt doch, ich muss überall rumdrücken und rumprobieren. Ich habe halt immer auf 64 dann hochgedreht. Das habe ich auch eine Weile, bis ich mir gedacht habe, warum steht da eigentlich Max? So, okay, ich habe immerhin schon einen ganzen Stack Stein. Da geht noch was. Ich habe den zweiten in Arbeit. Und da oben kommt jetzt nur noch Erde, die erkennt man gleich da schön. Ja, die ist so schön rötlich. Wir bauen unser Haus auf Sand, gell? Plötzlich rums, kommt das ganze Haus runter. Leider funktioniert die Physik hier nicht so gut. Naja, ich passe mich halt an meine Realumgebung an. In NRW ist es ja auch öfters mal so, dass das so ein bisschen absinkt. Ja gut, bei euch ist das ja teilweise auch so auskühlt. Oh ja. Ich bin hier am Ende von einem der sogenannten Schacht-Franz-Dinger. Du kannst von hier aus einmal fast bis nach Köln durchlaufen. Okay. Kannst oder könntest? Nee, du kommst nicht ganz so weit, aber es ist schon ein ganzes Stück, also man kann so drei, vier große Städte tatsächlich unterlaufen von hier aus. Okay. Das ist so mit der längste Schacht, glaube ich, der hier ist. Ah, ist das Problem, wenn er dann wirklich nachgibt. Ja, Bekannte haben ein Haus gebaut, da ist beim Bau ist, der Berg so ein bisschen abgerutscht, seitdem haben sie eine Stufe in Richtung Küche. Mein Opa war von Anfang an auf solche Situationen vorbereitet. Der hat unter alle Häuser einen so dicken Betonboden gesetzt, dass er das ganze Haus verschwindet, als dass ein Teil absackt. Oh Mann. Ja, musst aber machen. Ja. Also das ist hiermit so das Wichtigste, ein dickes Betonfundament drunter zu setzen. Ansonsten hast du auch immer wieder Fassadenschäden und sowas, das muss ja nicht sein. Es gibt ja ganze Dörfer, die versetzen in NRW. Ja. Ja, das ist ja für den Tagbau hauptsächlich, wieso die versetzt wurden. Damit sie da mit dem großen Bagger oben die obersten Kohleschichten abtragen können. Da ist auch schon mal ein Dorf zwangsumgesiedelt worden, ja. Ach, da bin ich froh, dass Österreich da viel sowas nicht hat. Ja, das fand ich auch eine Schweinerei, ehrlich gesagt. So, was haben wir schon? Steine. Naja, es geht. Nur wenn ich das Ding in Essen bedenke, was da vor ein paar Jahren mal passiert ist. Da sind es bei einem Garagenhof, ist richtig viel abgesackt, da waren auf einmal eine ganze Reihe Garagen verschwunden. Nett. Ja, so ein Landstrich, auf dem man unbedingt bauen möchte. Ja. Müssen wir mal Koja fragen, ob er dort auch bauen will. Klappt, der zeigt dann Vogel. Ich habe das auch als Kind einmal erlebt, dass der Berg abgerutscht ist. Da ist so richtig wie so eine Welle. Man hat es richtig gespürt. Da kam irgendwas an. Dann ging man auf einmal, ging der Boden unter einem so ein paar Zentimeter nach oben und es ging wieder nach unten. Und
Da haben meine Kollegen und ich uns nur ganz blöd angeguckt und meinten, ich muss nach Hause. Alle gleichzeitig und weg waren wir. Kann ich mir irgendwie vorstellen, so. Da kann ich natürlich keine Frage platzieren. Da habe ich wenigstens einen Minimaleindruck davon bekommen, wie so ein Erdbeben, wie unangenehm sich das anfühlen muss. Nicht vergessen, zwischendurch zu essen. Ja, noch ist alles grün. Oh, ich habe keine Zitrone mehr. Oh, ich habe zwischendurch Silber gefunden. Was? Ja, ich habe 7 Silbererz. Wenn ich die Zahl richtig erkenne, könnten auch Cool. nur 2 sein. Ja, wir brauchen ja eh viel Stein, weil die Forge kostet ja auch gewaltig. Also selbst wenn wir einen Boden haben, brauchen wir noch viel Stein. Das heißt, beim Abbauen brauchen wir uns jetzt nur vorstellen, wir sind unter deinem Haus und bauen dir einen neuen Keller. Und wenn meine Nachbarin dann auf einmal samt Küchentisch neben dir sitzt, dann weißt du hast du dich an der Oberfläche gegraben. Lol, genau. Ja, du, ich bin eh etwas nach oben gegangen. Ich grabe den Stein hier ab. Die Erde lasse ich zum Großteil, aber den Stein nehme ich weg. Ja, bevor wir endlos tief graben, ist ja auch sinniger, erstmal auf einer Ebene richtig abzubauen. Ja, im Moment kriege ich trotzdem ziemlich wenig Stein. Was natürlich schade ist, dass sich die Werkzeuge noch nicht abnutzen. Aber ich hoffe, das kommt noch. Zumindest wäre mir noch nichts dergleichen aufgefallen. Wenn man die Spitzhacke nicht wegschmeißt, hat man sie ewig. Wenn man da nur heißt, dann schmeißt man sie dauernd weg und muss sie nachcraften, wenn man sie nicht mehr findet. Fleißiges Buddelspielchen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ich baue uns einen gescheiten Aufgang. Einen, wo man ohne Jump and Run entlang hochkommt. Es ist übrigens nachts. Wollen wir schlafen? Stimmt, das geht ja in den Zelten auch. Ja. Ich bin hier mit Fackeln in einem Untertageloch. Ich mache da keinen Unterschied, ob Tag oder Nacht. Aber jetzt kann ich mal schauen, ob ich in deinem Zelt schlafen könnte. Ja, könnte ich. Also wird es wahrscheinlich für uns beide zählen. Ja, schien auch so, dass die Spawnpunkte alle noch so ziemlich allgemein gemacht sind. Gute Nacht, Alai. Finde es immer so cool, den Blick, den man da noch hat. So dieses Minimum da. Ja, typisch Survival-Spiel, ne? Immer noch mit einem offenen Auge. Ja, ist besser so. Stell dir mal vor, da kommt ein Bär, während du schlafst. Oh ja. So, dann schauen wir wenigstens noch hier nach Kiste. Okay, das hatte auch mal eine eigene Kategorie, meine ich. Nicht in der Werkbank.
Du bist in der falschen Werkbank. Dazu brauchen wir die mit der Säge, aber die wollten wir auf die Steine bauen. Aber ich baue gerade unseren Boden aus. Haben wir bald. Herstellen könnte ich so zumindest. Die Werkbank, meinst du? Ja, aber es ist wieder was, was da dann im Inventar rumliegt. Naja, wobei hinstellen könnten wir die ja schon jetzt auf dem Boden. Ausgehen müsste das sich. Wir müssen uns halt nur darauf einigen, wo wir dann die Wand bauen. Ja, man kann es ja drumherum noch erweitern. Ja, aber das soll ja nicht alles dann mitten im Raum irgendwo stehen, sondern es soll schon irgendwo an der Wand stehen, oder? Sagen wir es mal so, viel weiter in diese Richtung kann man ja eh nicht bauen. Nee, durch die Höhle, also kannst du es ruhig darüber mal stellen. Eine Reihe könnte man ja hier noch vorsetzen. Magst du nicht ein 0815 viereckiges Haus oder sowas wie das, was ich brauche? Ich hätte jetzt gesagt, entweder rechteckig oder L-förmig. Ich habe es ja jetzt so gesetzt, da könnte man ja noch eine Reihe Steine drumherum setzen. Hm, das Und ist dann. die, wo man jetzt zum Beispiel auch Kisten machen kann. Da gibt es ja auch schöne Absperrungen Okay, da hätte ich jetzt zu wenig Holz. für die Kiste. Soll ich eine machen? Ja, wäre gut, dann kriegen wir beide das Inventar auch mal wieder leer. Was gefällt dir besser, die Holztruhe, die alte Truhe oder das Holzfass? Die Metalltruhe können wir natürlich noch nicht bauen. Ich finde die alte Truhe eigentlich mit am schönsten, weil das so ein bisschen Piratenstyle hat. Okay, dann suche ich mir eine lustige Färbung aus. Die eckige ist jetzt auch nicht schlecht, aber. Das Holzfass wäre zum Beispiel eine gute Idee, um einfach Nahrung reinzuschmeißen. Na gut, dann machen wir ein Holzfass auch noch. Braucht man Na, sich gar das nicht gibt's erst aber nicht in merken, schöner Färbung. wo es in welcher Kiste ist jetzt die Nahrung oder sowas, sondern weiß man direkt, ah, Fass, Futter. Ja, Fass das Futter, genau. Alle, was? So, dann würde ich sagen, da ist dann die Eingangstüre. Dann könnte man daher die Truhe bauen. Schön wäre es natürlich, wenn man die stapeln könnte oder wenn man auf die wenn man auf die Regale wirklich was legen könnte, aber das geht auch nicht. Tada! Cool, die Kiste geht sogar auf, wenn du da drinnen bist. Ja, mit Shift und Doppelklick kann man mehr blicken. Aha, in das Holzfass passt weniger rein. Die Holztruhe hat da unten zwei Seiten. Aber das Holzfass nicht. Was habe ich da eigentlich gefunden? Achso, ich habe Aluminium abgebaut, okay. Erst da könnten wir schon was weiß ich, wie viel Boden weiterbauen. Oder magst du jetzt die Forge bauen? Wobei, da bräuchte man, glaube ich, noch ein bisschen Boden da drüben. Ja, die ist wirklich riesig. Ich baue noch ein bisschen Boden.
Ja, die kriegen wir unter Umständen noch fertig. Dann ist die Zeit auch schon wieder rum. Hast du jetzt auch Stein mitgenommen? Jep. Sicherheitshalber und ist sogar ein Stack zu viel, den ich mitgenommen habe. Ah, du baust sie gerade. Brauchst du noch mal Forge. Platz oder geht sie sich in die Ecke aus? Ich könnte sie hier hinsetzen. Dann setz sie. Nur am gucken, dass er mir nicht übersteht nachher. Naja, notfalls kann man auch in fast jede Richtung erweitern. Sehr schön, sogar der Eingang hier rüber. Oh, gut platziert. Manchmal klappt's. Können wir das noch demonstrieren? Lass du mir auch was über zum Reinlegen? Ich lasse dir das Silber drin. Okay. Ich habe jetzt 5 Blöcke von dem Alu. Die packt man dann so schön hier in die Form rein. Das Bestätigen ist immer mit der rechten Maustaste. Man muss halt nur gut zielen können. Also wenn die nicht gerade steht, erwischt man wahrscheinlich nicht jede Reihe. Ja, also deswegen ist es wirklich sinnig, die hier auf ein Fundament zu setzen. Genau. Und zum Einschalten braucht man momentan noch gar nichts. Die rennen doch noch ewig. Drückt man wieder F. Oh, Alai hat gerade. Und wenn ich jetzt nochmal F drücke, ist wieder aus. So. Allerdings, wir gehen davon aus, man hat ja hier so eine Klappe, die noch nicht nutzbar ist. Dass früher oder später, man findet nämlich auch Kohle. Ja, ich nehme auch an, dass man irgendwas, entweder Holz oder Kohle, irgendwann da reinstopfen muss. Dass man dann zu dieser Klappe gehen muss und das hier einfügt. Ja, anders als in vielen anderen Spielen, das geht jetzt nicht schnell. Das dauert fast den ganzen Tag, oder? Ingame. Ja, einen halben Tag ungefähr, glaube ich. 6 Stunden sind es, glaube ich, immer. Also da braucht man jetzt nicht warten, bis das gleich geschmolzen da ist, sondern das dauert. Das ist auch Im Moment etwas. vollkommen egal, aber wenn es dann mal was kostet, mal schauen. Ja, das ist auch später. Man kann bei diversen Tieren, also Schweinen zum Beispiel, kriegt man Fleisch raus. Beziehungsweise Rippchen und Speck sind es. Man kann einen Grill bauen. Beim Grill muss man auch aufpassen, dass Essen verkohlt nach einer Zeit. Das Ja, bei ist mir beim. sind die ersten 6 Speckstreifen leicht schwarz geworden. Ja, das ist hier beim Schmelzen jetzt natürlich nicht so. Also da verflüchtigt sich nichts. Allerdings kann man auch einen Smoker bauen, was das Grillen angeht später. Dieser Smoker, da geht es nicht ganz so schnell kaputt, der braucht allerdings auch länger, ist aber auch teurer. Aber das werdet ihr auch noch sehen in Zukunft. Genau. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Nein, nächstes Mal noch nicht. Nee, das Wir wird, haben glaube ich, noch Zeit. ein bisschen dauern eben. Wir wollen das ganz in Ruhe ausbauen, aufbauen. Uns fehlt da ja noch die Mauer. Türen, Fenster. Eben sicheres Häuschen erstmal bauen. Die restlichen Werkbänke da herinnen, weil wir wollen im Endeffekt alle Werkbänke da herinnen. Keine da drüben. Wir könnten die Betten oben im zweiten Stock machen. Also im ersten Stock da oben. Ja, wäre Dann eine könnten wir Idee. Stufen hochbauen. Kann man wenigstens die Treppen auch vernünftig zeigen. Ja, die schauen echt gut aus. Nur das Platzieren ist ein bisschen interessant. Okay, hatte ich jetzt nicht so das Problem mit. Ja, wenn es das frei schwebend im Raum machst, schon. Ja, das schon. Nee, ich habe schön wie bei Creativerse mit dem Blockunterbau gearbeitet. Nee, ich hatte ja Rampen. Also ich hatte diese halben. Moment, jetzt muss ich Also mal die kurz auf die. abgestrichen, ja. Genau, die schauen echt irrsinnig gut aus. Wenn es dann fertig sind, nur setzen, musst du hinkriegen. Ja, aber könnte man ja auch eigentlich mit einer Blockunterkonstruktion anfangen und die dann nachher einfach Habe wieder ich ja wegreißen. dann. Im Endeffekt habe ich es so gemacht, ja. So. Muss man ja, glaube ich, sogar rein freischweben, kann man sie ja nicht aufhängen. Ich weiß nicht, man müsste mal probieren, wenn man es direkt an die Mauer baut, ob das geht. Weißt, dass man es direkt an der Mauer dann setzt. So, alle rennt davon und ich würde sagen, wir machen für jetzt Schluss.
und sagen bis zum nächsten Mal. Genau dieses. Oder? Auf zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt: Alai und Anu spielen. Tschüss.